Schönen guten Morgen. Wie schon gesagt, schönen guten Morgen, schön habt ihr eingeschaltet. Es ist Sonntag, der 1. September, es ist morgen früh. Ich gehe jetzt gerade Skifahren, darum auch der lustige Intro-Clip und meine Anlegung. Zu dem Zeitpunkt, wo das Video hier wird aufgeladen werden, bin ich im Berner Oberland am Powderen und darum bin ich so angelegt, muss man sagen. Meine Lippe ist ein bisschen dick, gestern Stock an den Mund bekommen, Hockey-Match gehabt und ja, gut. Der Rest ist für den Ganzen. Darum sehe ich im Moment ein bisschen entstellt aus. Das ist nicht mich. Auf jeden Fall schön habt ihr eingeschaltet. Ihr interessiert euch gar nicht für mein Outfit und für meine Lippen, das ist okay. Ihr interessiert euch für diesen da. Das ist das PX5 Headset, das ihr werdet gewinnen werdet. Ich werde in diesem Video das da ganz kurz vorstellen, jetzt zum Anfang. Und nachher werde ich euch sagen, wie dass ihr das Headset könnt gewinnen könnt. Da müsst ihr verschiedene Aufgaben lösen und mit die einschicken. Für das habt ihr Zeit bis am Sonntag, am 8. Dezember. Dort müsst ihr eure Lösungsvorschläge haben. Eure Lösungsvorschläge, die kommen nachher schlussendlich in eine Random Pick Maschine. Wo du einfach jemanden aussuchen, der der Gewinner ist. Aber jetzt zuerst mal zu dem Headset. Das wäre das Turtle Beach PX5. Besteht zwei Bestandteile. Das hier ist der Transmitter. Das ist das, was ihr euch eine Xbox oder euch eine Playstation anschliessen. Das habt vorher noch ein Bedienpaddles gesehen. Das ist Dolby Surround-fähig. Und man kann da Bass ein- und ausschalten. Und auf der Rückseite haben wir da zweimal einen optisch-digitalen Eingang. Da eine. Das heisst, ihr könnt zwei Sachen anschließen. Ihr könnt es an der Playstation oder an der Xbox anschließen und noch am PC. Dann habt ihr. Nein, nicht am PC, das natürlich selbstverständlich nicht. Aber was ihr könnt, einer ist in, einer ist out. Das heisst, ihr könnt noch ein zweites Headset darüber koppeln. Wenn ihr ein Headset habt, zum Beispiel, wo ihr einen PC könnt anschließen könnt und es hat noch zusätzlich einen optischen Eingang, dann habt ihr auch gleichzeitig noch den Sound von der Playstation auf den Ohren, inklusive im Chat, ohne Chat-Funktion. Das wiederum fällt nachher weg, dann müsst ihr das Headset ein bisschen näher nehmen. Aber grundsätzlich hat sie ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man das anschließen kann. Ihr seht, es hat hier auch noch ganz normal, ja, ganz normaler Line-In. Audio-Eingang. Das wär's, das ist mit Strom angeschlossen, kommen natürlich alle Kabel dazu, selbstverständlich, dann haben wir die ZZ selber. Das ist das PX5, ihr seht, das ist ein relativ qualitativ hochstehendes Headset, das ist sehr, sehr bequem zum Tragen. Kann man natürlich in der Länge verstellen, wenn man will, hin und her. Hat sehr ein empfindlich, sehr ein gutes Mikrofon dran, das selbstverständlich kreuz und quer verschiebbar ist und verstellbar ist. Das Ganze wird betrieben mit Batterien, die tue ich mitsenden. Und zwar habe ich hier so aufladbare Batterien drin, da habe ich immer zwei, die am Laden sind und zwei, die hier drin sind. Und sobald die leer sind, wechsle ich sie schnell wechseln und lasse wieder aufladen, dann habt ihr nicht eine riesen Batterieverschleiß. Das tue ich noch auch noch beilegen, tue ich euch den Port zuschicken, falls ihr solltet gewinnen. Auf dem Headset hat es verschiedene Presets, wo man kann wählen zwischen den einzelnen, je nachdem was man gerne hat. Mehr Bass, weniger Bass, mehr Höhe, weniger Höhe. Und bessere Stimmerkennung oder weniger bessere Stimmerkennung, denkst du, ihr wisst, was ich meine. Das wäre das Headset, das ihr könntet gewinnen könntet. Das da. Jetzt nimmt es noch sicher Wunder, wie dass ihr das gewinnen könnt. Ich habe noch verschiedene Aufgaben vorbereitet, und zwar vier. Von diesen vier Aufgaben ist eine obligatorisch, die ihr ganz sicher machen müsst. Das ist der Kanal hier, der SNZC Gaming Kanal. Den solltet ihr abonnieren. Das wäre so ein bisschen basic Grundlage für das Gewinnspiel. Nachher geht es weiter. Drei Aufgaben. Von diesen drei Aufgaben müsst ihr zwei lösen. Ganz einfach. Wie eine Prüfung, ihr habt drei Aufgaben, zwei davon müsst ihr zwingend lösen. Welche? Mir gleich. Kombinationen können sein, wie sie wollen. Erste Aufgabe. Nach dem da zeige ich euch ein Gameplay von mir, ein Free-for-All-Gameplay auf Call of Duty Ghosts. Und dort möchte ich, dass ihr mit der Score herausfindet, den ich am Ende hatte. Nicht ganz einfach, weil der Score-Balken hier oben rechts im Ecke wird selbstverständlich abdeckt und am Schluss kommt auch keine Übersicht und ich drücke relativ selten mal auf Select, so dass man sieht, wie viel das war. Das ist absolut machbar. Das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe, die jemandem noch Spass macht, wenn man sich konzentriert auf das Gameplay. Das wäre Aufgabe Nummer 1. Eine von diesen drei. Die zweite von diesen drei, das Gameplay, das ihr jetzt gesehen habt, das ist unterlegt mit Musik. Und zwar ist das ein Track und in diesem Track hat es vier verschiedene
Tracks drauf, also Lieder drin, versteckt. Und zwar sind das weltberühmte, weltbekannte Metal Balladen, könnte man schon fast sagen, oder Metal-Stücke, die sehr, sehr bekannt sind, die kann man absolut herausfinden. Viele werden sie wahrscheinlich gerade auf Anhieb erkennen, falls nicht, es gibt natürlich jene Devices, die ich kaufe bei dieser Aufgabe. Das wäre Aufgabe 2 gewesen, also Aufgabe 1 nochmal zum Wiederholen, der Endscore von dem Clip, der jetzt gerade kommt. Aufgabe 2, alle Lieder erkennen, die hinter dem... Ich habe mich jetzt tot husten schnell. Zu viel geredet. Zu früh am Morgen, zu wenig getrunken. Eben, Aufgabe 2, alle Lieder bestimmen und wer das geschrieben hat. Und dann wäre noch Aufgabe 3. Und das finde ich eine ganz coole Aufgabe. Auf meinem Kanal, Robin Manchester Kanal, dort werde ich von euch wissen, von meinem ersten Video, das ich aufgeladen habe, auf Schweizerdeutsch. Von meinem allerersten Video, da müsst ihr halt auf meinem Kanal suchen, weil das ist auch machbar. Für mein erstes Video, das ich aufgeladen habe auf Schweizerdeutsch, möchte ich von euch Folgendes wissen. Erstens, was für ein Spielmodus bin ich in dem Spielen und zweitens, was war der Endscore? Ich wiederhole noch alle drei Aufgaben. Von diesen drei Aufgaben, wie gesagt, müsst ihr zwei lösen und mir die zwei Lösungsansätze einschicken. Nummer 1 war der Endscore von diesem Clip, der jetzt kommt. Nummer 2, alle vier Lieder erkennen, die in diesem Video, das jetzt kommt, im Hintergrund spielt. Und Nummer 3 war noch, habe ich vergessen, mein erstes Video. Was für einen Spieltyp habe ich gespielt? Also was für einen Spielmodus? Und was war der Endscore bei dem? Alles klar? Fragen? Falls nicht alles klar ist, unten in der Beschreibung da. Unterhalb. Dort findet ihr nochmal die ganzen Aufgabenstellungen und die ganzen Erklärungen, wie ihr das könnt lösen könnt. Und jetzt tue ich mein Gesicht ausblenden. Und zeige ich fange den Anfang vom Gameplay. Das Sound leider nicht ganz so lange, also die nächsten 2 Minuten werde ich noch füllen. Und ich tue euch in diesen 2 Minuten auch schon mal erklären, wie das die Lösungen einschicken könnt und wie das nachher der Gewinner gekoren wird. Und zwar ist das so, dass ihr mir 2 von diesen 3 Aufgaben eben, wie gesagt, erfüllen. Und ihr macht mir ein E-Mail. Und zwar wird das nachher sein an snzc.gaming@gmail.com. Dort macht ihr mir ein E-Mail, das ihr Entschuldigung, wir schicken euch Lösungsvorschläge einschicken. Selbstverständlich ist es erlaubt, sich irgendwo Hilfe zu suchen und mit anderen zusammenzuarbeiten. Das ist absolut gar keine Frage. Ihr habt Zeit für das bis am Sonntag, am 8. Dezember. Das sind genau 7 Tage, oder ihr Zeit habt für das. Am 8. Dezember werde ich alle Lösungsvorschläge in eine random Pick-Maschine tun, die es im Internet gibt, die es online gibt. Und die wird dann nachher ein Gewinner erkoren, das heisst, es ist rein zufällig, wie oder wer das da etwas nachher bekommt. Nicht allzu zufällig, weil schliesslich müsst ihr immer noch eine von meinen 3 superschweren Aufgaben lösen. Und bevor dass ich jetzt hier noch völlig übergehe mit Husten und Zeug und Sachen, würde ich sagen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück. Tut fleissig Lösungsvorschläge einsenden. Tut fleissig hören, tut fleissig schauen und geht mein Video suchen, mein erstes, das ich hatte. Der Link und alles andere ist natürlich selbstverständlich in der Beschreibung drin. Ich wünsche euch viel Glück. Merci vielmals für eure Aufmerksamkeit. Auf diesem Kanal hier wird in Kürze ganz, ganz viel Call of Duty Ghost Inhalt kommen. Also bleibt dabei und einen schönen Sonntag.